Dieser Podcast wird ja präsentiert von stoizismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stoizismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stoizismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zum wilden Stoiker, der ja schon im Intro sagt, moderner Stoizismus, genau darum geht's heute unter anderem. Man möge mir verzeihen, wenn ich jetzt erst meinen Kopfhörer ausziehe. Es geht um das Spannungsfeld, für mich zumindest, zwischen Stoizismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite solchen Themen wie Persuasion, Überzeugungsarbeit, Rhetorik. Wie passt das zusammen? Passt das überhaupt zusammen? Passt das gar nicht zusammen? Das Thema ist so umfassend, dass ich wahrscheinlich heute damit nicht durchkommen werde. Deswegen werden wir das dann auf Patreon weitermachen, ne? Und teilweise auf Locals. Aber ihr wisst ja, ups, mein Stühlchen, die Hauptlast findet auf Patreon statt. Was muss ich noch sagen? Organisatorisch, ich werde 3 Wochen Urlaub machen. Auf Patreon wird es aber Content geben. Hier nicht. Also im öffentlichen Podcast wird Pause sein. Habe ich mir verdient, hoffe ich doch. Ich sehe gerade, ich habe mein Laptop-Kabel in den Stromanschluss gesteckt, dieses USB-Kabel. Es wird nicht funktionieren. keine Ahnung. Also, fangen wir einfach an, oder? Ach so, nee, zweite Sache. Mein neues Buch. Könnt ihr mal bewerten, oder? Wenn es euch gefällt. Hat sich ganz gut verkauft in der ersten Woche. Jetzt kann ich die Lektorin bezahlen sozusagen von... Nee, noch lange nicht. Stimmt. Ich höre auf. Kauft's einfach. Seneca, Teil 2 der vollständigen moralischen Briefe an Lucilius-chen. Das zweite Büchlein. Auch wieder 400 Seiten fast. Oder? 400 Seiten? Ist lang. Lohnt sich, habt ihr was zu tun. Falls ihr noch nicht im Urlaub seid, kauft's euch, habt einen schönen Urlaub. Thema heute, steigen wir einfach ein. Ich fange an mit einem, wie heißt denn der Kerl? Wo habe ich denn das her? Ich habe so viele, brutal viele Notizen. Boah, da wird's einmal schwindelig. Muhammad Daud hat einen Artikel geschrieben auf Medium und zitiert... Marcus Aurelius, here's the great quote from great Stoic King, Marcus Aurelius, no one can persuade another to what they themselves are not persuaded of. Marcus Aurelius, von Mohammed meint, Daud, niemand kann einen anderen überzeugen über was, von etwas, von dem man nicht selbst überzeugt ist. Marcus Aurelius, hey, ich bin mir echt, ich müsste es wissen, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das übersetzt habe, aber hat er das gesagt? Ich bin mir nicht sicher, wenn ihr das Zitat zuordnen könnt. Wäre ich dafür dankbar. Wir machen aber weiter mit Markus. 3 andere Zitate habe ich noch rausgesucht. Ob wir sie alle brauchen, weiß ich nicht. Um euch das Spannungsfeld aufzuzeigen, in dem ihr euch bewegt, wenn ihr euch für Stoizismus interessiert, wenn ihr auf einer stoischen Reise seid. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite an euren Mitmenschen verzweifelt, weil sie so irrational sind. Ich hätte jetzt fast gesagt irre, aber irrational. Ich werde da gerade geblendet. Geht echt überhaupt nicht. Sehen wir ja vor, dass die Sonne scheint, ne? Aber es geht gar nicht. Ich muss ja mal eben alles umräumen und mit der Hand dahin halten. Aus Buch 10. Falls sich jemand irrt, unterweise ihn freundlich und zeig ihm seinen Irrtum auf. Gelingt dir das nicht, tadle dich selbst oder tadle nicht einmal dich selbst. Buch 10. 4, glaube ich, ne? Was sehen wir da? Bleiben wir doch dabei. Ich wollte jetzt direkt das andere lesen, macht aber keinen Sinn. Bleiben wir bei diesem Zitat. Falls sich jemand irrt, unterweise ihn freundlich und zeige ihm seinen Irrtum auf. Was haben wir hier? Naja, hier haben wir puren klassischen Stoizismus, wie wir es von Markus auch erwarten. Sehr menschenfreundlich, ja, also oder scheinbar menschenfreundlich zumindest. Er bleibt freundlich, unterweise ihn freundlich. Der Mensch irrt sich, wir machen alle Fehler. Lass ihm sagen, was er falsch macht oder sie. Wir zeigen ihm oder ihr seinen Irrtum auf. Klingt gut, oder? Klingt gut. Setzt leider voraus, dass die Leute rationalen Argumenten zugänglich sind. Je älter ich werde, desto weniger glaube ich daran. Werden sehen, ob Markus das wirklich so strikt sieht. Gelingt dir das nicht, ihn zu unterweisen, ja? Dann tadle dich selbst. Warum soll ich mich selbst tadeln? Naja, weil ich offensichtlich es nicht geschafft habe, die Welt da an der Stelle zu verbessern. Ich habe denjenigen nicht von seinem Irrtum befreit. Oder tadle nicht einmal dich selbst. Jetzt wollte ich aus Odler und Tadler ein Wort machen. Oder tadle dich nicht einmal selbst sozusagen.
Warum das? Naja, das ist wieder auch typisch Markus. Wir sind ja auch Menschen, ne? Wir machen auch Fehler. Mehr ist da, glaube ich, an der Stelle nicht gemeint. Dann haben wir aus Buch 37 gewöhnt, dir bei allem, was jemand tut, so gut wie möglich an dich selbst zu fragen, zu welchem Zweck handelt dieser Mensch. Aber fang bei dir selbst an und prüfe dich selbst zuerst. Buch 37, aus einer hervorragenden Übersetzung. Gewöhnt dir bei allem, was jemand tut, so gut wie möglich an dich selbst zu fragen. Das, dich selbst könnte man weglassen. Also frage dich bei allem, was die Leute so machen, zu welchem Zweck handelt dieser, warum handelt er so? Oder die, wie sie handeln. Dieser Mensch, warum handelt er so? Ja, das ist auch Stoizismus natürlich pur, sozusagen. Wir werden gleich sehen, warum das in modernen Stoizismus hervorragend passt. Wir versuchen im Hegemoniker mit Hilfe unserer Ratio zu ergründen, warum die Leute sich so dämlich benehmen, wie sie sich benehmen. Ich mache jetzt diesen Vorhang zu. Man möge mir verzeihen. Das war jetzt eine kleine Verrenkung, aber es hat geklappt. Das ist sehr stoisch, oder? Wir fragen uns, warum das so ist. Wir versuchen, Gründe dafür zu finden. An der Stelle, finde ich, haben wir einen Ausweg sozusagen. Aber kommen wir gleich drauf. Auch da klingt es, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, klingt es erstmal alles sehr klassisch, durch, sehr rational. Ich finde, ach so, und dann fügt er noch hinzu, aber fang bei dir selbst an und prüfe dich selbst zuerst. Genau, weil es kann gut sein, dass wir falsch liegen an der Stelle. Ne? Wir beobachten ein irrationales Verhalten bei jemandem und denken, wie kann das sein, wie kann dieser Mensch das so machen? Und es kann aber sein, dass wir irgendwas nicht erkennen, dass wir irgendwas nicht verstehen. Diese Chance würde ich auch bei mindestens 50% ansetzen. Passend dazu, Buch 7 sollte es sein, wenn dir jemand ein Unrecht zugefügt hat, denk sofort darüber nach, mit welchem Wissen von Gut und Böse er dir Unrecht getan hat. Wenn du das erkannt hast, wirst du ihn bemitleiden und dich weder wundern noch wütend sein. Denn entweder hältst du selbst dasselbe für gut wie er oder etwas Ähnliches, dann ist es deine Pflicht, ihm zu verzeihen. Aber wenn du andere Dinge für gut oder böse hältst, wirst du ihm wohlgesinnt sein, denn er irrt sich. Das ist auch so ein Ding, das wird ständig zitiert von Markus, oder? Oder öfter mal. Strotzt vor stoischer Menschenliebe. Und halte ich auch für wichtig erstmal an der Stelle. Also wenn jemand dir ein Unrecht zufügt, könnte man drüber nachdenken, hat er überhaupt ein Wissen über die Tugend? Weiß der überhaupt, was gut und schlecht ist, wenn wir das als schlecht beurteilen? Ist der überhaupt auf unserem Level sozusagen und kann mit uns da ernsthaft diskutieren oder nicht? Handelt er als feuchter Roboter an der Stelle? Handelt er wirklich durchdacht aus dem Hegemonikon heraus? Das alles können wir uns fragen. Und dann werden wir wahrscheinlich, wie er richtig sagt, denjenigen bemitleiden. Aber auf jeden Fall werden wir uns nicht wundern oder wütend sein. Das ist eine Technik einfach, um unsere stoische Seelenruhe zu bewahren. Ich würde das in die Neuzeit holen und ergänzen und sagen, es geht nicht nur um das Wissen von Gut und Böse, sondern wir müssen natürlich auch wissen, wie wir selber funktionieren, ne? Also psychologisch. Sonst wird das nichts. So. Dann habe ich hier nochmal ganz simpel lassen wir mal weg. Die Frage, die sie mir stellt, ist, wenn die Menschen, und ich habe das auch mal ChatGPT, glaube ich, gefragt, wenn die Menschen die meiste Zeit irrational sind, sich irrational verhalten, ne, wie kriegen wir das mit dem stoischen Ideal der Ratio zusammengepackt sozusagen? Wie passt das zusammen? Wie können wir das in der Realität umsetzen? Das ist ja die Frage, die mich seit Jahren umtreibt. Ihr wisst, die Stoiker versuchen, die eigene Ratio zu entwickeln. Selbstkontrolle hängt damit natürlich zusammen. Und ein tugendhaftes Leben zu leben, trotz der offensichtlichen Irrationalität, die auch die Stoiker ja in sich tragen. Das ist ja das Interessante. Daraufhin kommt ja der Vorwurf, sie wollten ihre Emotionen abtöten. Was Blödsinn ist, habe ich oft genug widerlegt, brauche ich nicht nochmal widerlegen. Aber Fakt ist, die Leute agieren nicht rational da draußen. Also ich will sagen, fast niemand.
Nicht mal Politik. Und das Niveau ist ja so schlimm, wenn ich das mal sagen darf. Es ist ja, ich zeige ja gern auf die USA. Warum mache ich das? Weil es weiter weg ist für uns Schweizer, Österreicher, Deutsche, ne? Die deutsch sprechenden amerikanischen Hörer, von denen haben wir auch ein paar, die mögen mir verzeihen. Ich halte das, warum mache ich das bewusst? Erstmal ist das Amerikanische noch offensichtlicher sozusagen. Es erlaubt euch aber andere, ne, also offensichtlicher, und wir machen es ja dann immer nach, wenn auch in abgeschwächter Form. Es erlaubt natürlich euch europäischen Stolkern sozusagen eine Ausflucht auch, ne, die ich euch eigentlich gar nicht erlauben will, nämlich zu sagen, ja, die Amis, ne? Ach, guck mal, wir, ja, viel geiler, ne? Aber die Amis, total blöd. Und ja, klar, wenn man sich Kamala Harris anguckt, dann kann man das auch so glauben, ne? Wenn man sich anguckt, was auch Trump teilweise geil macht, geil im Sinne von funktionierend macht im Thema Rhetorik und Persuasion, aber uns trotzdem die Hände vor den Kopf schlagen lässt, weil es eben funktioniert. Wenn man sieht, wie die Demokraten jetzt komplett undemokratisch ihre Kandidaten austauschen und eine nicht gewählte Frau zur Präsidentin machen gerade. Ich glaube, dass das klappen wird. Ne? Ich glaube wirklich, dass es klappen wird. Oder ich bin unentschieden, 50-50. Dann kann man schon mal echt daran zweifeln. Und wenn man diese Leute, und das gilt ja für Deutschland auch im Besonderen vielleicht, wenn man sich, wir haben ja über Kahnemann geredet und First Level Thinking, und das, was mich wahnsinnig macht, ist, dass die wirklich nicht weiterdenken als von hier bis da. Das ist Wahnsinn. Also sie haben Handlungen und dann haben sie eine herbeifantasierte, halluzinierte Folge dieser Handlung. Ne? Deswegen wird ihre Staatsgläubigkeit ja auch nie erschüttert. Sie glauben, wenn sie das machen, dann passiert das. Ja, könnte man sagen, wenn ich Elektroautos fördere, kaufen alle Elektroautos. Ja, die Frage, die man stellen muss, was passiert, wenn ich die Förderung einstelle? Wenn ich also die Umverteilung zum Zahnarzt hin, der das sich als drittes Auto kauft, weil er auch ein Eigenheim hat mit einer Wallbox und das alles gefördert wird, von den Steuergeldern des Fabrikarbeiters letztendlich, also sozial ist das alles nie gewesen, was die Linken da gemacht haben, und die Grünen sind für mich Linke natürlich. Aber dann kann man das so halluzinieren, als wäre das irgendwas Sinnvolles. Aber normal müsste man ganz stoisch fragen, und was dann? Was kommt als nächstes? Das habe ich nochmal, ich habe euch ja mal die drei Fragen von Thomas Sowell vorgestellt, mit denen man diese Diskussion knacken kann. Und er hat es dann irgendwann nochmal reduziert auf eine Frage, nämlich und dann? Nur mal so als erstes Learning dieses Podcasts, was ich euch gebe. Es hat sich jemand auf Spotify über meine Anglizismen aufgeregt, deswegen werde ich versuchen, da jetzt mehr unterzubringen im Podcast. Einfach aus Frackigkeit, weil ich so geil fand, dass diese Dame, glaube ich, war es, natürlich nicht mit ihrem echten Namen im Internet agiert, sondern mit einem, haltet euch fest, irgendwie französischen Namen. Ist geil, oder? Also die Frankophilen werfen den Anglophilen, machen den Anglophilen vor, wie auch immer. Also, und dann? Ja, also wir machen jetzt Folgendes, wir haben, keine Ahnung, wir haben irgendwie Mist gebaut im Bereich A und jetzt haben wir Problem B und dann machen wir jetzt das. Und dann ist das gelöst. Und es funktioniert ja nie. Sei es Migrationspolitik, Straßenbau. Ihr könnt euch angucken, was ihr wollt. Kein Bereich funktioniert ja vernünftig. Nicht nur in Deutschland, nicht übrigens. Also die anderen haben vielleicht Glück, weil sie nicht so ganz so irre Regierung haben wie wir. Aber wann immer die Leute eingreifen, die offensichtlich irrational sind und offensichtlich irrationale Entscheidungen treffen, die dann zu komplett irren Ergebnissen führen, die sie dann mit Hilfe weiterer irrationaler Entscheidungen versuchen zu korrigieren, das kann einen schon mal so ein bisschen in den Wahnsinn treiben oder könnte einen in den Wahnsinn treiben, wenn man nicht Stoiker wäre. Weil man sich echt fragt, wie passt das zusammen? Also das ist die Kernfrage. Ne? Meine Behauptung, die Leute sind fast immer irrational. Mir fallen jetzt 1 Milliarde Beispiele ein, aber wir lassen es. Ich will auch weniger Politik machen. Es geht auch nicht um Politik, es geht um Irrsinn. Ne? Das versteht ihr hoffentlich, oder? Fake News, auch von rechts. Gestern habe ich wieder ein gefaktes Video über Biden gesehen sozusagen. Das kommt ja hauptsächlich von links, aber wie gesagt, es ist völlig egal, wenn man diesen Gegensatz rechts-links überhaupt Entschuldigung, aufmachen möchte. Diese Sachen funktionieren, weil die Leute halt irrational sind. Man kann sich nicht als Stoiker ernsthaft hinstellen und sagen, die Welt ist rational. Natürlich muss man als antiker Stoiker, müsste man sagen, die Welt ist von Ratio durchzogen.
Aber man müsste dann auch sagen, die Menschen haben aus irgendwelchen Gründen, wenn dem so wäre, haben sie den Kontakt zur Ratio ja scheinbar verloren. Das ist ja offensichtlich der Fall. So, wie passt jetzt Überzeugungsarbeit da rein, Beeinflussung, Rhetorik? Naja, die hat erkannt, auch damals schon in der Antike, dass es eben nicht reicht, die Leute über die Ratio abzuholen, sondern dass ich die Leute emotional abholen muss. Jetzt gehe ich mal nach ganz unten. Hier habe ich nämlich schon die Lösung für das ganze Dilemma sozusagen. Auch auf Deutsch tatsächlich. Und ich sehe hier noch einen Konflikt übrigens. Nämlich die stoische Betonung des Natürlichen an der Stelle. Ne? Also wenn ich Recht habe, also entweder hat Marcus Aurelius Recht oder ich an der Stelle, oder? Wenn man es mal jetzt zuspitzt. Wow, ich muss hier durchscrollen werden, ich quatsche, das ist immer schwierig. Wenn es so ist, dass der Stoiker sagt, wir wollen möglichst naturgemäß leben und er natürlich dann diese Prämisse hinstellt, dass natürlich Leben eben rational Leben heißt, daran glaubt man als Stoiker, ja, dann habe ich ein Problem, wenn die Welt sich offensichtlich nicht rational verhält. Dann ist entweder der Stoizismus an der Stelle falsch, ganz einfach, dann liegt er völlig daneben. Oder ich muss irgendwelche anderen Gründe finden, wenn ich eine Erklärung möchte. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte einfach keine Erklärung haben. Die Rhetoriker sozusagen, die haben, ich habe es irgendwo hier aufgeschrieben, verdurre ich noch eins, haben das natürlich direkt ganz anders aufgezogen. Ne? Die haben sich natürlich direkt gesagt, okay, wir müssen die Leute rational ansprechen, das stimmt schon. Also es schadet nichts, in der Rhetorik auch mal ein paar Argumente zu bringen. Aber wir müssen sie natürlich auch im Pathos abholen sozusagen, also in der Emotion. Wir müssen all diese Dinge bedienen. Und man könnte noch sagen, der Vortragende selbst, der Redner selbst muss auch in dieses Gesamtbild irgendwie passen. Ich würde noch weitergehen und sagen, sein Aussehen ist schon entscheidend. Offensichtlich ist es für amerikanische Präsidenten, in Deutschland ja offensichtlich nicht, wichtig, Haare zu haben. Selbst wenn es, wie im Falle von Trump, irgendwelche orangenen Kunststoffhaare sind. Spielt keine Rolle. Haare stehen scheinbar in den USA, bei Männern zumindest, für Stärke und wahrscheinlich auch Führungsqualität. Also ihr merkt schon, dass die Leute mit dem im amerikanischen Modesinn, der leider irgendwie immer noch in den 70ern hängen geblieben ist teilweise, das hoch bewerten. Hoch. Wenn ich sogar am höchsten bewerten. Also das Aussehen ist ja total entscheidend. Obama sah echt gut aus, oder? Ein Gentleman sah richtig gut aus. Kennedy, man könnte da ewig so weitermachen. Hätte der gleiche Typ in einem anderen Körper, Obama, bleiben wir bei Obama, hätte eine Chance gehabt? Nö. Da kann man sagen, ja, weil die Amerikaner so oberflächlich sind. Und unsere Politiker sind ja alle hässlich und dick. Ja, ja, ja. Natürlich gibt's auch noch den anderen Punkt, dass man in Europa zumindest die Amis eher noch die haben ja so einen Star-Glauben oft, ne? Also die wollen einen Star, die wollen Fan sein. Bei uns spielt eher eine Rolle sozusagen, dass wir uns identifizieren können damit. Wenn wir alle dick und hässlich sind, ja, dann finden wir halt dicke und hässliche Politiker auch gar nicht so schlecht. Also das ist einfach ein anderer Punkt. Beides ist aber nicht rational durchdacht. Wir machen beides nicht bewusst. Wir wählen nicht den Typen mit den besseren Haaren, weil wir wirklich rational durchdacht haben, dass der dann auch bessere Politik macht. Was witzig ist, weil ich glaube, Glatze ja auch was mit Testosteron zu tun hat, ne? Oder? Gelten nicht in einigen Kulturen auch Männer mit Glatze als besonders männlich? Ich glaube schon. Sagte er, und um seine glatzköpfigen Zuhörer zu pampern. Nee, in der Tat ist das so. Also wie kriegen wir das alles zusammen? Jetzt muss ich wieder nach oben, dann muss ich wieder nach unten. Oder anders gefragt, wie kann man sich da als Stoiker retten? Denn darum geht's ja so ein bisschen. Ne? Wie können wir diese offensichtliche Irrationalität der Welt irgendwie in unser System einbauen? Wie reagieren Stoiker traditionell darauf? Naja, zum Ersten, dass sie sich auf sich selbst konzentrieren. Also man hat als Stoiker natürlich und Stoikerin immer einen internen Fokus. Das ist ganz wichtig. Das ist ja quasi Stoizismus-Grundschule, dass wir sagen, wir können die da draußen, in aller ihrer Irrationalität können wir sie auch nicht kontrollieren, wir können sie wahrscheinlich auch nicht irgendwie verbessern, wir können ihnen wahrscheinlich nichts beibringen, die werden eh nicht auf uns hören, ganz sachlich daran geht und sagt, wie sind da meine Erfolgschancen eigentlich? Ich mache das jetzt
weil mir diese, ich mache ja den Fehler und diskutiere hier viel mit Amerikanern, die ich liebe und hasse gleichzeitig, so eine Hassliebe bei mir. Aber einige meiner größten Helden sind ja Amerikaner, also insofern, es ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Und leider, leider sind selbst kluge Leute, selbst die klügsten, die ich, sagen wir mal, die zählen 5 Gründe auf, warum man was machen sollte, oder ne, haben eine gute Analyse dahingelegt und 10 Fakten, und dann ist immer einer dabei, wo dann steht, man muss sich einer höheren Macht anvertrauen. Muss an den Baby Jesus glauben. Da bin ich an der Stelle echt raus, ne? Ich versuche da auch gar nicht mehr tolerant zu sein oder so, weil das ist Irrationalität pur, aber so unehrlich auch. Also ich finde ja, ich sag's ja immer wieder, sturche Spiritualität gönne ich euch ja, gestehe ich euch total zu. Wenn ein Teil eures Kopfes, eures Gehirns noch weiß, was ihr da gerade tut, was ja bei einigen echt abgedrehten Esoterikern nicht mehr der Fall ist. Wenn ich aber mich von Bauten beeindrucken lasse, ja, ich stehe vor dem Kölner Dom und dann denke ich mir, guck dir das Ding noch an, dann weißt du doch, dass es den Herrgott gibt. Das ist ja die Funktion dieser Prachtbauten, ja, die sollen ja uns staunen lassen und sollen uns erschauern lassen, quasi im Anblick der Größe. Es sind nur Steine. Ich kann als Stoiker nicht ernsthaft da irgendwelche, ich kann die Bauherren bewundern und die Jahrhunderte kölscher Baumeister kann ich auch loben, natürlich. Ist so ein geiles Handwerk auch. Keine Frage, architektonisch der Hammer. Ich kann mich total darüber freuen, also eine positive Emotion. Aber ich kann daraus doch nicht auf die Existenz eines irgendwie gearteten Gottes folgern. Das ist doch völliger Scheiß. Natürlich passiert das auch rational nicht, aber das ist Rhetorik, steingewordene Rhetorik, die dich davon, oder Beeinflussung nennen wir es mal, das soll dich beeinflussen, falls du gerade dabei bist, von deinem Glauben abzufallen, und dann trittst du in dieses Ding ein, durch diese riesigen Tore und dann diese Orgeln und die Kerzen und so, und dann haben sie dich wieder. Ne? Das ist die Idee, weil sie halt erkannt haben, du bist ein feuchter Roboter. Und wenn ich die richtigen Knöpfe drücke, nämlich den Angstknopf und den Fanknopf bei amerikanischen Wahlen und den, wenn ich alle möglichen Emotionen da kontrollieren kann, dann kriege ich meinen Willen dadurch. Was wäre so eine andere stoische Antwort darauf? Wie kriegen wir die Natürlichkeit auch wieder rein? Die stoische Antwort besteht natürlich wie immer in Gelassenheit, was ich eben gesagt habe. Wir gucken uns den Kölner Dom an oder den Mailänder Dom, es spielt keine Rolle. Die Sagrada Familia, die ich echt bizarr finde, architektonisch natürlich, und irgendwie ein bisschen freundlicher auch rüberkommt. Und wir sagen, ja, wir Menschen sind halt so. Also, Understanding Human Nature habe ich mir ja aufgeschrieben. Warum ich das auf Englisch, habe ich das nicht auf Deutsch? Oh, doch, guck mal, habe ich auch auf Deutsch. Verständnis der menschlichen Natur, kann man auch auf Deutsch sagen. Was habe ich hier? Ich glaube, das habe ich aus ChatGPT. Der Stoizismus erkennt an, dass Irrationalität ein häufiges, ich mag das immer nicht, wenn das steht, der Stoizismus. Man kann sagen Stoizismus. Braucht diesen Artikel nicht. Ist, die Philosophie lehrt Mitgefühl und Verständnis für andere, da Menschen oft aufgrund von Unwissenheit oder Emotionen handeln. Das haben sie doch schon ganz gut hier hingekriegt, oder? Dieses Verständnis kann Stoikern helfen, geduldig und ruhig zu bleiben, wenn sie mit Irrationalität konfrontiert werden und sich stattdessen auf ihre eigene Reaktion zu konzentrieren. Ja, das wäre ja für Punkt 1, ne, der Fokus auf das Innere. Wir können das nicht kontrollieren, wir konzentrieren uns auf uns selbst. Das Problem bleibt aber, was hier nicht steht, wir sind ja auch Menschen. Wenn von uns verlangt wird, die menschliche Natur, also wenn wir als Stoiker versuchen, die menschliche Natur zu verstehen, finde ich es immer billig, wenn man sich selbst auf so ein Podest stellt und sagt, die anderen sind alle total irrational, aber ich natürlich nicht. Ich bin's ja nicht. Und erhebt sich dann so ein bisschen über die anderen, und hat dann eigentlich aber so 2 Menschenbilder im Kopf, ne, oder? Nämlich der stoische Weise, das würde man so wahrscheinlich nicht sagen, aber man selbst, das Ego, quatscht einem das ja ein, auf der einen Seite und diese ganzen feuchten Roboter auf der anderen Seite. Und je intelligenter man ist, je älter man ist, je erfahrener man ist, desto mehr lernt man natürlich, welche Knöpfe man wie drücken kann, um zum Ergebnis zu kommen. Das Dilemma an der Stelle ist natürlich, und damit schließe ich den öffentlichen Podcast quasi, den Rest machen wir echt, das ist zu viel, krieg's nicht hin. Kriegst auch gerade intellektuell nicht gegriffen, doch.
Ich will euch ja nur ein Problem aufzeigen und eine Lösung bieten. Ich habe hier aber ganz viele, das werden wir dann nochmal vertiefen. Auf patreon.com/Bellberg. Die Lösung für mich, die einfachste Lösung an dieser Stelle, wenn ihr euch auch das fragt, wie kann das sein, dass alles, also wie kann die Welt so sein, wie sie ist und gleichzeitig der Stoizismus so sein, wie er ist, ist an der Stelle vielleicht die, zumindest die menschliche Ratio, nicht die universelle in der stoischen Spiritualität, aber die menschliche Ratio zu hinterfragen, sich selbst ganz rational den Auftrag zu geben, den ich mir vor Jahrzehnten gegeben habe, nämlich Menschen zu verstehen. Das darf man mit stoischer Neugier und das kann man auch nur mit Ratio und Analyse vernünftig machen. Wenn dabei aber rauskommt, hey, ist es nicht interessant, dass ich die Knöpfe drücken kann und dann das Ergebnis bekomme, ist es ja quasi schon eure Pflicht, das auch bei euch selbst anzuwenden. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, oder? Wenn ihr gerade durch eine schlechte emotionale Phase geht, leichte Depression, keine Ahnung was, wisst ihr vielleicht, dass es ganz körperliche Stellschrauben gibt, an denen ihr drehen könnt, die nicht müssen, aber doch können, eure emotionale Situation verbessern. Das ist doch eine rationale Erkenntnis, die man irgendwann hat. Das kann Sex sein, das kann Sport sein. Also ne, ich stelle an einer körperlichen Schraube und bekomme aber ein seelisches, emotionales Ergebnis. Das kann auch Schlafmangel, echt kann ich beseitigen. Ich schlafe einfach mal lange. Ne? Idealerweise alles. Ne? Ich habe Sport gemacht, dann Sex und schlaf danach. Hilft das komplett, eine Depression zu beseitigen? Vielleicht nicht, aber vielleicht muss ja nicht eine Depression sein. Ne? Schlechte Laune, ihr habt schlechte Laune. Zucker, auch nur eine chemische Reaktion am Ende des Tages. Ne? All diese Dinge sind ja rein körperlich erstmal, sind aber offensichtlich ja Knöpfe, die ihr drücken könnt, um eure Gefühlslage zu verbessern. Wie passt das jetzt mit Stoizismus zusammen? In meiner Weltsicht, im modernen Stoizismus meiner Art Prägung, dass wir quasi die Verpflichtung haben, uns selbst so gut zu kennen, dass wir die Knöpfe auch kennen und die dann bewusst einsetzen, unter dem Vorbehalt der Tugend immer. Also, wenn wir sie bei uns selbst einsetzen, lass uns über Tugend noch sprechen am Ende. Wie könnte Tugend da an der Stelle aussehen? Naja, es kann sein, dass ich, wenn ich mit anderen zusammenlebe, andere mich ertragen müssen, könnte ich natürlich mich in diesem Elend suhlen. Ich könnte aber auch aus meinetwegen stoischer, Marcus Aurelischer Menschenliebe oder einfach, ja, doch aus so einer stoischen Verpflichtung heraus, aus einer Tugendhaftigkeit heraus, könnte ich sagen, es ist quasi meine Pflicht, mich auf die Reihe zu bekommen. Es ist meine Pflicht, wieder im besten Sinne zu funktionieren, meine anderen nicht zu Tode zu nerven. Das ist jetzt so meine Pflicht. Meine rationale Pflicht ist ja irgendwann mal diese Kackkamera zu verstehen. Eines japanischen Herstellers, die ich ja normal mag, diesen Hersteller nicht. Jetzt mag ich ihn erst recht nicht. Ich sehe gerade, die stellt auf den Laptop scharf. Das ist natürlich für die drei Hansel auf YouTube vielleicht gar nicht so entscheidend. Aber mich nervt es dann trotzdem, sehe ich da auf dem kleinen Kontrollmonitörchen, was so daumennagelgroß ist. Also, dass ich da überhaupt noch was erkennen kann, wundert mich ja auch. Also, so könnte es aussehen, die Tugendhaftigkeit auf uns selbst anzuwenden. Wir können uns fragen, habe ich hier irgendeine Verpflichtung? Also, ist es okay, wenn ich jetzt 3 Tage im Bett liege? Oder habe ich sowas wie eine Verpflichtung, meinen Mitmenschen gegenüber mich auf die Reihe zu bekommen? Das soll jetzt echt nicht die Depressiven unter euch kritisieren, ja? Ich weiß, dass da draußen Leute so doof sind und das daraus folgern, aber das ist nicht gemeint. Damit ist es auch gut, der Hinweis. Wie könnte es aussehen in Bezug auf andere? Naja, dass wenn ich die Knöpfe der anderen kenne, was die meisten von euch nicht tun, aber die 3 Leute unter euch, die das können, dann habt ihr aus stoischer Welt sich eine moralische Verpflichtung, die tugendhaft zu drücken, die Knöpfe. Also euer Know-how sozusagen, euer Wissen nicht zum Bösen einzusetzen. Mal jetzt ganz flach Spider-Man-mäßig enden wir jetzt hier, ne? Das verstehen auch die Baby-Jesus-Fans. Wahrscheinlich immer noch zu kompliziert. Passt das zu einem Markus-Zitat? Ich gehe nochmal nach ganz oben. Nicht wirklich.
Schade. Wäre ein schöner Abschlussrunde. Ich mag ja diese kreisrunden Abschlüsse in meinem Podcast, ne? Wenn ich am Anfang was sage, was dann am Ende wieder kommt. Klappt heute nicht. Macht aber nichts. Also, Fazit. Ihr könnt als Stoikerinnen und Stoiker durchaus die Irrationalität der Welt anerkennen. Eine Antwort darauf ist zweifaltig sozusagen, nämlich einmal die Besinnung auf euch selbst und dann vor dem Hintergrund euch zu verbessern, logischerweise. Das ist ein ewiges Streben der Stoiker, deswegen sind wir ja auch keine Stoiker. Ich sag's jetzt seit ein paar Podcasts, ich habe mich ja vorher immer geweigert und gesagt, ich bin Stoicher Reisender. Wie heißt das, der Prokepton oder Prozepton oder wie heißt das, ein blöde Fachwort, was nichts anderes ist als Stoicher Reisender. Vergessen. Ihr könnt auf der anderen Seite nach außen schauen und ihr könnt jetzt die anderen auslachen und ihr könntet da das vielleicht auch für untugendhafte Zwecke einsetzen. Da würde ich euch bitten, das nicht zu tun. Das heißt überhaupt nicht, dass ihr mit jeder Idiotin da draußen diskutieren müsst, mit jedem Idioten völlig sinnlos Argumente austauscht, wo ihr wisst, Argumente funktionieren nicht. Das heißt das nicht. Also bitte bewahrt eure Nerven. Bitte reserviert euch auch immer sozusagen seelische Ruhepausen, geistige, gönnt euer Ratio auch mal eine Pause. Ja. Aber setzt diese Mittel bitte tugendhaft ein. Das wäre so der Appell. Am Ende wünscht mir einen schönen Urlaub. Ich bin tatsächlich auch 3 Tage mal weg oder sowas. Ansonsten war ich, glaube ich, schon über 10 Mal dieses Jahr auf meinem Board auf Ostsee Wellen unterwegs sozusagen. Wir haben dieses Jahr tatsächlich relativ viele Wellen. Oder ich bin immer am falschen Strand, kann auch sein. Und bin seit 5 oder 6 Mal auch nicht mehr reingeplumpst, was für mein Übergewicht ganz gut ist, ehrlich gesagt. Da erhole ich mich bei. Ist zwar Sport, aber genau das ist der Knopf, den ich bewusst drücke. Ne? Es ist eine körperliche Anstrengung. Ich versuche halt auch halbwegs ernsthaft zu fahren. Also sprich nicht so im Stehen so ein bisschen, sondern schon so ein bisschen zu pullen. Dann wird der Kopf frei, weil ich keine Zeit mehr habe, an was anderes zu denken, weil ich die Wellen beobachten muss, die auf mich zukommen und die Schiffe und weiß, welches Schiff macht welche Wellen. Ist das eine Welle, bei der ich reinfalle potenziell oder nicht? Das alles muss man im Blick haben. Man ist in der Natur, mehr oder weniger, mehr. Und das ist ein Knopf, den ich ganz bewusst drücke, um einen besseren Guido zumindest kurzzeitig aus mir zu machen. Und das kommt, glaube ich, echt allen zugute, ne? Bleibt mir gewogen, besucht mich auf Patreon, wenn euch die stoikerlose Zeit im Urlaub zu langweilig wird, kann ich euch nur das empfehlen. Gehabt euch wohl und kauft das neue Buch. Bis denn dann, tschüss.